zählen ALG-1-Zeiten für die Grundrente mit dazu? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hier wieder eine Anfrage, die wir vor kurzem erhalten haben auf rentenbescheid24. Es geht eigentlich ganz banal los. Ich habe mal nur eine Frage zur kommenden Grundrente. Ich bin 1951 geboren und hatte dann ein Babyjahr und bin seit der Wende arbeitslos. Und ab und zu mal eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Stichwort ABM. Zählen die Zeiten der Arbeitslosigkeit auch in die 35 Jahre Grundrentenzeiten dazu? Nein. Nach dem ersten Gesetzesentwurf, der uns ja nun tatsächlich auch vorliegt zur Grundrente, zählen die Zeiten des ALG-1-Bezugs nicht mit dazu. Das wurde ausdrücklich in der neuen Vorschrift § 76g, wenn sie so kommt, Absatz 2 geschrieben, SGB 6 geschrieben. Es kann sein, dass viele Versicherte tatsächlich die 35 Jahre voll haben, aber dort 10 Jahre Arbeitslosenzeiten 1 drin stecken. Dann haben die Leute natürlich ein Riesenproblem. Die werden die Grundrente nicht erhalten, weil ALG-1-Zeiten schlicht und ergreifend nicht mit reingehören. So hat es der Gesetzgeber oder so wird es der Gesetzgeber wahrscheinlich auch in dem neuen Gesetzesentwurf beschließen. Wir müssen natürlich den neuen Gesetzesentwurf abwarten, was dort an anrechenbaren Zeiten tatsächlich dann anerkannt wird. Aber ich mache Ihnen wirklich wenig Hoffnung. Ich denke mal, dass ALG-1-Zeiten, also Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 oder Hartz IV oder Arbeitslosenhilfe nicht angerechnet werden. Wir halten das für extrem ungerecht. Viele Leute sind unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gekommen und können eigentlich nichts dafür. Aber was wir für ungerecht halten, ist ja nicht maßgebend, sondern das, was der Gesetzgeber da jetzt vorhat. Näheres zum Thema Grundrente und Grundrentenzeiten finden Sie auf unserem Renten-ABC auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.